Immer muss ich überall mitrennen, weil du irgendwas machen. Ja, aber wenn ich weniger Stories mache, dann habe ich logischerweise auch weniger Content auf meinem Instagram, was ich für das Outro verwenden könnte. Deswegen nehme ich einfach deines. Ja, aber dann musst du doch hinschreiben, dass meins ist. Das reicht, wenn da steht, weiter geht's auf... Nein, weil doch. Das ist nicht auf meinem Instagram. Ja doch, da geht der Vlog weiter. Ja, okay, wenn du schaffst, dass du da deinen eigenen Namen einfügst, dann lass ich's. Ist das ein Deal? Ja. Geht schon mal gut los. Das ist halt witzig, wie wenn du dem Affen zuschaust, wie er versucht, ein Flugzeug zu steuern. Auf. Grafiken? Nein, das ist komplett falsch. Du musst da nichts verstellen, bitte. Gar nicht so einfach, dieses Schneiden, gell? Nein, das sind Notizen. Hör auf. Bah, ich kann da gar nicht. Was hast du denn jetzt verstellt? Was hast du denn jetzt gemacht? Na, okay, das war's. Ich füge Lara Fina selber hinzu. Lass einfach so. Checkt dir jeder, dass das dann du warst. So. So, Madame. Ja, ich fetze mir jetzt den Boost in die Figuren, dann können wir schon gehen. Erzählt sie von Love Island? Nein. Erzählt sie von Love Island? Aua! Angenehm, Schreck. Geh weg, aber ich habe gerade was an. Ja, wir hören zu. Alles so urpsychopathisch, weißt du, ich meine, es ist so mit so viel Lachen und so und riesigen Augen. Redet sie über dich? Hey Mambo, 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 ey. Die machen Fotos, Taschenplatzen, aber Rudi, ich muss los. Mit dem Mopal wieder schreien. Mopal! Mopal, Mopal! Plutonio, Pluto. Mann, alles wieder hart noch. Alter, stopp's aus, ey. Scoop number one. Scoop number two. Scoop number three. Fotos, Taschenplatzen. Eins, zwei, drei, vier. Nehmt fürs Training mehr Tabletten als die Urstrumpf dann für den ganzen Tag. Aber für was nehme ich eigentlich noch einen Booster? Ich bin jetzt schon mega hyped. Komm auf, als hätte ich schon einen Booster genommen. Let's go, let's go. Hm. Wow. Warum sieht das so grausig aus? Wow. Komm jetzt endlich und vergiss deinen Zwillingsbruder. Vergiss deinen Zwillingsbruder nicht. Mach mal so. Ich hab da was. Mach mal, zeig mal kurz her. Nein, jetzt ist weg. Nimm deinen Zwillingsbruder mit und geh mal. Du brauchst gar nicht zu reden, ich hab den Müll wieder. Du brauchst jetzt gar nicht direkt zum Lift rennen, wir gehen zu Fuß. Wir gehen ins Training, also brauchen wir keinen Lift. Fang. Oh, sie haben die Nadeln weggeputzt. Fang. Nein, ich fahr nicht mit. Brauch diese Stiegensequenz, weil ein Vlog ohne... ist kein guter Vlog. Und wieder mal der Schreck. Genauso wird deine erste Geburt ausschauen. Ja, wenn das Kind von dir ist. Eine richtige Mistgeburt. Heute ist einfach ein Event, das ungelogen lag und ich sicher jetzt schon seit 2 Wochen drauf warten. Nein, länger. Seit 2 Monaten. Wir haben letztes Jahr Dschungelcamp komplett verfolgt. Also wir haben jeden Tag geschaut. Untertags haben wir sicher 2 Stunden nur über das Dschungelcamp geredet. Ah, wer fliegt das nächste raus? Wer kommt zur Prüfung? Also komplett gestört. Und das Geile ist, wir schauen auch irrsinnig gern die Superhändler auf RTL. Also wir sind so richtige RTL-Opfer, wenn es um diese Serien geht. Es wird keinem Schwanz was sagen, das ist mir schon bewusst. Aber Markus Reinicke, einer der witzigsten Superhändler, der einfach, ja, wir sagen unsere Meinung jetzt nicht zu Markus Reinicke. Fakt ist, es ist sau witzig, dass der tatsächlich jetzt wirklich auch im Dschungelcamp ist. Heute die Staffel beginnt. Wir freuen uns schon mega drauf. Das wird unser Event. Wir planen schon mit einer chirurgischen Präzision, wie wir diesen Abend verbringen wollen. Heute ist es endlich soweit. Wir freuen uns drauf. So, jetzt haben wir die Fadensequenzen für den Vlog auch fertig. Von nichts kommt nichts, deswegen ist es zu weit und die Lara geht wieder in ihren fetten Ort. Boah, okay. Oh, da hat sich schon wieder Marie verstoßen. Disco, Disco. Gibt es eigentlich was Peinlicheres als so Fitness-Couples, die sich die ganze Zeit pushen und sagen, ja, wir leben das beste Leben, den Healthy Lifestyle und wir lieben uns. Gibt nichts Schlimmeres. Boah, der Booster kickt schon wieder. Das ist wieder spannend, Partisani. So. Servus. Einfach erreichen. Yes. Zusammen. Wieso kann ich das nicht? Fehler, bitte. Geht los, wenn du mal reinschaut zu den hübschen Mann da drin. Ja. Die Schlumpfen habe wieder aufgesetzt ist, dann heißt das ab nach Hause. Richtig, worker done. Ah, vorher müssen wir noch zur Post, wir müssen meine Steuern ab. Wir müssen meine Steuern. Willst du, dass ich wieder eine Steuerstrafe kriege? Ja. Ich bin jetzt da in so einem Vintage-Store und die haben richtig nice Sachen. So aus den 80er, 90er Jahren dieses Snowboard-Material oder was ich auch richtig nice finde, sind so einzelne Hemden, wie zum Beispiel das blaue da, sehr auffällig, mit diesem Karo-Muster. Innen relativ dick, also wie man sieht, da ist noch ein Stoff innen. Für 49 Euro geht das, 39 geht das eigentlich voll klar. Und dann gibt es einige von diesen alten Geschichten. Und deswegen werde ich das nächste
nächste Mal 300 bis 400 Euro mitnehmen und auf jeden Fall shoppen gehen. Da sind so nice Sachen dabei. Das ist jetzt gerade beinhart da ans Tor angefangen. Wie beim Autodrom. Einmal kurz anfahren, testen, ob es passt und dann fahren wir durch. Steuern abschicken? Was ist? Nein, ich kaufe jetzt keine Handy. Doch, weil du hast meine kaputt gemacht. Ja, nein. Schaut euch mal mein Handy an, wie das ja, ausschaut, das weil es immer runterzieht und dann... Blablabla. Ah, schau, wir sind da. Grüß Gott, hallo. Danke. Bitte. Wir müssen jetzt auf die Polizei. Ich habe meinen Führerschein liegen lassen. Aber immer muss ich überall mitrennen, weil du irgendwas machen. Das ist ein Alarm. Ja, weil das ein privater Roller war. Nein, du gehst mit. Nein. Doch, weil wir müssen danach noch ein Paket abholen. Ja, genau. Das ist kein Scherz von mir. Jetzt. Machst du irgendwas und schießt mich weg. Jetzt komm, hast du nicht einmal einen schweren Unfall in so einem Einkaufswagen? Ich habe eine Narbe am Knie deswegen. Was habt ihr da gemacht? Ja, ein bisschen Limonade. Alles beginnt mit Limonade. Wie soll es auch sonst sein? Stefan hat gerade die Idee geboren in diesem Boutique. Boutique 248.000. Nein, wenn du beginnst, der Chef hat jetzt gerade die Idee geboren. Die Idee ist, dort einzukaufen, ganz viele Vintage-Sachen und dann meine MEM-Logos drauf zu printen und so Unikate anzufertigen. Das wäre richtig. Wo bist denn du schon wieder? Spiegel. Wenn du dich in den Spiegel schaust, zerspringt der eh. Das können wir wirklich machen. And they came bending over. They came bending over. So, und jetzt gehe ich zur Polizei. Grüß Gott, ich habe gestern meinen Führerschein abgegeben, beziehungsweise vergessen. Moment, da habe ich was gehört. Familienname? Weißenberg. Und Geburtsdatum? 16.03. Dankeschön, schönen Tag. Mit dir, Robi, ich von so einer Klasse kann sich nicht mit so was sein. Ja, von der Sonderklasse. Jetzt holen wir das Paket ab, oder? Ich glaube, die haben so arg gebrochen. Ja, eh. Im Dezember 2018. Wieso kann ich das nicht auf Kamera haben? Das gibt's einfach nicht. Die Lara sagt so, aber jetzt habe ich... Aber jetzt habe ich gar kein Bild. Aber jetzt habe ich gar kein Bild. Und ich sage, ja, dann machen wir halt da schnell eins. Und sie so, ja, aber dann muss ich mich ausziehen dafür. Klassisch Insta. Ja, ich nur. Ja, ja. So. Bist du? Ja, genau, dann zieh dich nur ein bisschen mehr aus. Hat eh noch minus 2 Grad, so ein bisschen passieren. Da jetzt kurz genieren, weil einer vorbei will, der weicht eh aus. Was eine, freut sich sicher, dass das Mann bezeichnet wird. Die Kleine schaut dich an und denkt sich, so will ich mal werden. Lieber nicht, Kleine. Wow. Das ist natürlich nicht Allgemeingefährdung, wenn man mit Kamera und Roller über die Hauptstraßen fährt. Kleines Paket hätte ich abzuholen. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Ah, jetzt kann ich filmen. Ah, das ändert sich. Okay. Ja, das ist nervig. Du hast recht. Es muss wirklich eine neue Kamera her. Wenn du nicht weißt, welche, ich kann dir nach wie vor noch meine empfehlen, weil die wirklich praktisch so, du hast die Akkus. Die Akkus gehen auch immer super schnell aus. Das Fischobjektiv mag ich halt nicht. Aber das Fischobjektiv ist nicht so schlimm, weil ich habe sie auch die ganze Zeit dabei. Mich nervt, dass am Rand vom Bild die Personen verändert werden. Das ist nicht schlimm. Ist echt nicht arg. Aber wir haben jetzt jeden Tag deine Videos geschaut, Max. Saugeil, freut mich. Jeden Tag. Also, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Geil, ich meine, das ist der Lara. Also am meisten sind natürlich die Pedobrille. Im heutigen ist, glaube ich, wieder der Pedopeder drin. Es ist halt mega lustig. Es muss ja gar nicht so sexuell sein. Aber generell, wenn du einfach nur so redest, ist egal, ob sexuell ist. Oh, aber der Pedopeder ohne den Sex ist halt nicht der Pedopeder, gell? Bitte, hast du die Brille auf? Haben wir Dschungelcamp dann? Was? Eis. Ah ja! Dschungelcamp incoming! Jetzt werden wir mal schauen, was in diesem Paket drinnen ist. Prada. Das ist nämlich das Prada Carbon mit Abstand eins von meinen Lieblingsparfums. Das habe ich damals von meinem Bruder geschenkt bekommen. Der hat einen gewissen Riecher, was gute Düfte angeht. Und das kann ich einfach schwerstens empfehlen. Also sobald man das oben hat, zucken einfach alle Mädels aus. Schau ich mal kurz, ob das eh das Richtige ist. Ja! Ui, was gibt's denn Leckeres für den Chef? Lecker. Das ist einfach so arg. Ich kriege einfach minütlich Nachrichten auf Instagram, dass sich die Leute das alle nachkaufen und alle das trinken jetzt. Mundwasser. Du löst eine Mundwasserepidemie aus. Ja, und urviele haben gesagt, ja, weil es die ganze Zeit darum geht, sind sie jetzt wohl neugierig geworden. So als würdest du eine Droge verchecken einfach. Droge. Dann süchtig und es ist einfach geil. Du bist ein Vorbild. Das heißt, dass ich Drogen unterstütze. Ja, Mundwasser. Ja, Listerine, könnt ihr euch schon mal melden? Ja, jetzt. Ja! Yeah. Ja! Der bremst ab und ein Motorradfahrer crasht ihm komplett hinten rein. Mega witzig, lange nicht mehr sowas Witziges gesehen. Liebe Leute, wenn es euch auch so geht mit diesem Vlog, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz vor 14.000,
15.000 werden wir auch noch packen, liebe Leute. Würde mich natürlich irrsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt, damit die Maximilian Army schneller wächst. Ich bin momentan leicht angeschlagen, aber ich werde schon wieder auf den Weg der Besserung gehen und dann gibt es wieder fetzige Vlogs mit viel Energie. Das war's von mir. Tschüss!